Und jetzt möchte ich sprechen mit unserem Kollegen Christoph Wanner, zugeschaltet aus Kiew. Christoph, ab heute rechnet Präsident Selenskyj mit dem Kampfeinsatz der nordkoreanischen Soldaten für Russland. Was ist da jetzt gerade zu hören? Die Kiewer Regierung guckt da mit Argusaugen drauf, was in Russland passiert in Bezug auf den möglichen Einsatz von nordkoreanischen Soldaten auf der Seite der Russen gegen die Ukrainer. Und wahrscheinlich wird das Ganze stattfinden im Bereich Kursk, das heißt im russischen Kernland, die Provinz, in die die Ukrainer einmarschiert sind, Anfang August nach wie vor einen gewissen Teil der Provinz halten. Und da könnten diese Nordkoreaner zum Einsatz kommen. Das wird seit Tagen diskutiert. Jetzt heißt es, dass es heute schon soweit sein könnte oder die nächsten Tage. Alles etwas schwammig. Die Rede ist da von 5000 Mann, die jetzt in Kursk zum Einsatz kommen sollen, also Nordkoreaner. Und insgesamt, so heißt es hier beim ukrainischen Militärgeheimdienst GOR, soll Diktator Kim ca. 12.000 Mann abstellen, also zwei Brigaden. Was da alles kommen wird, kann ich nicht verifizieren. Die Ukrainer gucken da genau drauf und ich denke, sobald da die ersten nennenswerten Kontingente der Nordkoreaner in Kursk kämpfen werden, werden wir sofort davon erfahren und auch die nötigen Videos dann sehen. Für Putin könnte das eine doch beträchtliche Unterstützung sein, wenn Nordkoreaner in Kursk kämpfen und versuchen, mit den Russen gemeinsam die Ukrainer aus der russischen Provinz zu verdrängen. Denn wenn die Nordkoreaner da sind, dann könnte er seine Leute, das heißt russische Soldaten, dort oben freistellen und zum Beispiel in den Donbass schicken, wo sie auch dringend gebraucht werden. Christoph, lass uns noch einmal über die Lage an den Fronten sprechen. Was hörst du? Wie ist die Frontlage gerade im Osten der Ukraine? Ja, das Hauptkampfgebiet ist nach wie vor der Donbass, genauer gesagt die Provinz Donetsk und da die Stoßrichtung Pokrowsk. Da gibt es wichtige Orte, die schwer umkämpft waren in den letzten Tagen. Verkehrsknotenpunkt Selidowo, dann auch die Stadt Garniak. Beide Städte sind nach russischen Kriegsbloggern gefallen, sind mittlerweile unter russischer Kontrolle. Das behauptet zum Beispiel dieser prorussische Ukrainer Juri Padalaka und nicht nur er. Die Ukrainer haben in ihren Landkreisen diese beiden Städte noch als graue Zone eingezeichnet, zumindest große Teile der Städte. Das heißt, sie sind laut den Ukrainern noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle. Aber wir sehen schon, wie stark der Druck der Russen ist. Und sie erzielen auch gewisse Erfolge, auch deswegen wahrscheinlich, weil sie ihre Taktik etwas geändert haben. Sie greifen weniger frontal an, sondern nehmen ihre Gegner in die Zange. Das heißt, greifen auch von den Flanken an, setzen dann Artillerie ein, Gleitbomben und auch Drohnen. Das Ganze massiv und dann heißt es im Militärjargon, sie räuchern die Ukrainer da aus und das bringt gewisse Erfolge, aber natürlich auch unter sehr hohen Verlusten, die die Russen hinnehmen müssen bei ihren Offensivbemühungen. Ja, du hast ja gerade die Erfolge schon angesprochen und man hört ja immer wieder auch viel von diesen russischen Erfolgen. Ist das denn tatsächlich in allen Frontabschnitten so? Nein, natürlich in keinster Weise. Wir gucken immer auf die Hauptbrennpunkte und da gibt es ja noch eine ganze Menge anderer wichtiger Orte, an denen gekämpft wird und wo die russischen Erfolge wesentlich geringer sind und wo es auch schwerste Probleme gibt. Zum Beispiel ist das bei Seversk so, das ist in der Nähe von Bachmut, etwas nördlich. Da beißen die Russen regelmäßig auf Granit, das muss man auch ganz klar sagen. Und da wird auch von russischen oder prorussischen Kriegsbloggern wie auch von Juri Padalaka bemängelt, dass die Kommandeure dort immer geschönte Berichte nach Moskau schicken, also so tun würden, als hätten sie Eroberung erzielt, aber im Endeffekt geht da eben sehr wenig vorwärts. Und das ist auch ein großes Problem, dass da sehr viel auch beschönt wird oder auch gelogen wird. Und das wiederum bringt dann Probleme für die Truppe vor Ort, weil dann auch die Luftwaffe nicht mehr präzise unterstützen kann. Und das sind Schwierigkeiten, die die Russen haben, die auch kritisiert werden von den Kriegsbloggern, über die wir nur relativ wenig sprechen, weil wir uns eben immer auf die Hauptkampfgebiete konzentrieren. Christoph, danke dir für diese aktuellen Einschätzungen live aus Kiew.